Hi, wir sind Anna und Moritz von Coffee Circle und wir wollen euch heute unseren neuesten Kaffee vorstellen, den Tigaterra. Den haben wir speziell für die Nutzung im Vollautomaten entworfen. Und ja, wir werden den jetzt gleich in 4 verschiedenen Getränken aus dem Vollautomaten für euch testen. Kaffeevollautomaten sind in deutschen Küchen wirklich omnipräsent. Also mehr als 20% der deutschen Kaffeetrinker nutzen einen Vollautomaten. Es ist aber gar nicht immer so einfach, den richtigen Kaffee für einen Vollautomaten zu finden, weil die Maschine wirklich ganz besondere Anforderungen an den Kaffee stellt. Und deswegen sind wir hergegangen in den letzten Monaten und haben ganz unterschiedliche Rezepturen und auch Röstprofile mit Kunden getestet, um den Kaffee wirklich auf die Nutzung im Vollautomaten zu optimieren. Das Resultat unserer Tests ist der Tigaterra. Es ist eine Kaffeemischung, ein sogenannter Blend aus 3 unterschiedlichen Herkunftsländern. Die erste Komponente kommt aus Brasilien. Das ist so ein ganz schokoladiger, nussiger Kaffee, der auch sehr, sehr säurearm ist. Während der zweite Teil aus Indonesien kommt und der wiederum bringt so einen ganz würzigen eigenen Charakter mit sich. Und das Ganze wird abgerundet von einem feinen Robusta aus Laos. Der wiederum mein persönlicher Favorit ist, weil der für die satte Crema sorgt und für so ein ganz weiches Mundgefühl. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Unterschiede zwischen Arabica und Robusta, dann schaut mal hier unten in die Beschreibung, da haben wir euch ein Video verlinkt, wo wir die Unterschiede erklären. Wir rösten alle 3 Kaffeekomponenten sehr kräftig, bis kurz vor dem Second Crack, sodass sie gerade anfangen zu ölen, aber das noch nicht so stark tun. Genau, und durch die kräftige Röstung bringen die Kaffees wirklich so einen sehr komplexen, sehr vollen Körper mit sich, mit starken Röstaromen, sind dadurch aber auch sehr, sehr säurearm, was wirklich perfekt ist für den Vollautomaten. Genau, und wie die dann so schmecken in den verschiedenen Getränken, das werden wir jetzt testen. So, wir haben jetzt hier den Tigaterra. Und der ist vor 10 Tagen geröstet und wir haben den jetzt das erste Mal geöffnet. Und ja, krass, der riecht sehr intensiv. Ja, hat deutlich was von irgendwie dunkler Schokolade, ja. Finde ich, sowas wirklich deutlich dunkles, kakaoiges. So ein bisschen was Herbes vielleicht auch. Total, ja. Was Röstiges auf jeden Fall, genau. Finde ich. Mich erinnert der wirklich so an Kaffee, wie ich Kaffee als Kindheitsgeruch in der Nase habe. Ja, stimmt, so ganz intensiv, wenn er dann so durch die Wohnung zieht. Ja, genau. Ja, also wir haben früher auch immer so auf so einer alten Kaffeemühle den Kaffee gemahlen, das hat genau so gerochen. Ja, und wir können euch das gleich nochmal zeigen. Also man sieht hier auch wirklich so ein bisschen, dass, wie die Öle so langsam hervortreten. Genau, aber ganz, ganz dezent, ne? Genau. Ja, so ab und zu mal ein kleiner, kleiner Ölfleck. Ja, aber sieht sehr gut aus. Und ich finde es richtig total appetitlich. Ich habe richtig Lust. Ich würde den am liebsten, glaube ich, so aus der Hand essen, ne? Ja gut, dann würde ich sagen, los geht's, ne? So, Nummer 1 ist der Kaffee-Creme, den wir jetzt ausprobieren. Willst du anfangen, Moritz? Sehr gerne, ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. Ziemlich dichte Crema und ja, wie so ein Kaffee-Creme aussehen sollte, würde ich sagen, ne? Wahnsinn, ich bin tatsächlich beeindruckt von dem, was ich vorher gesagt hatte, mit der Crema und dem cremigen Mundgefühl, was dadurch entsteht, also durch den Robusta-Anteil, weil man das total merkt. Ich finde, Kaffee-Creme hat sonst leicht so ein bisschen was Wässriges häufig, wenn der Kaffee eben nicht so einen guten Körper hat. Und das ist aber hier perfekt. Also ich muss echt sagen, dass ich sonst nicht so ein Fan vom Kaffee-Creme bin, weil mir das immer so ein bisschen zu verwässert ist, gerade wenn der lange durchläuft. Ich ziehe mir dann lieber einen Espresso und gieße es vielleicht mit heißem Wasser auf und mache mir eher so eine Art Americano. Aber der ist wirklich gut. Ja. Ich glaube, was da wirklich hilft, ist, wenn man die Stärke auch ein bisschen hochdreht. Um dieses Wässrige rauszubekommen. Ja, genau. Kann gut sein, ja. Und ich finde auch, was wir uns vorher so erzählt haben, von wegen keine Säure und kräftiger Kaffeegeschmack, auch das kommt total hin. Ja. Das wirklich von Säure ist da gar nichts mehr zu merken. Er ist aber auch nicht bitter. Das Null, auch nee, er ist super balanciert. Er hat so, finde ich, einen ganz herben, leichten Nachgeschmack. Und aber total angenehmes Mundgefühl. Also ich finde, das kann so jeder trinken, wem jetzt irgendwie ein heller Filterkaffee zu sauer ist oder sowas. Ja. Perfekt auf jeden Fall. Nichts bitter, nichts. Schmeckt da auch so eine ganz leichte Süße. Das ist so dieses schokoladige Herbe irgendwie, aber so ein ganz, ganz bisschen süß auch. Ja, ich finde das sogar gar nicht so wenig eigentlich. Ja. Ich finde das eigentlich recht dominant. Also es ist einfach angenehm. Und es schmeckt zwar halt so das Röstige, was man von einem Kaffee erwartet, aber es ist irgendwie auch nicht so, dass man so denkt, oh Gott, ist irgendwie völlig verbrannt oder so, schmeckt das total röstig. Sondern es ist total angenehm, so einen Kaffee, den kannst du jedem hinstellen. Da musst du jetzt nicht irgendwie Expertise mitbringen oder irgendwie was über Kaffee wissen, finde ich. Den kannst du einfach so trinken. Das wäre für mich der richtige Kaffee für den Nachmittag.
Ja, oder auch für mich auch für einen Morgenkaffee tatsächlich. Da mag ich lieber nur sowas irgendwie Kräftiges, aber ja. Okay, ich bin sehr begeistert. Ja. Test bestanden. Cool. Ja, wir haben jetzt hier als zweites den Espresso und ich würde sagen, mit dem darfst du dann mal starten. Ja. Sieht schon mal ziemlich gut aus, ne? Es sieht wirklich krass aus. Ich hätte es nicht gedacht. Also die Crema ist super dick, total cremig. Die Crema ist cremig. Es riecht total nach Zartbitterschokolade, riech mal. Das ist echt krass. Ja. Und aber noch so eine leichte Fruchtigkeit mit dabei. Danke. Ich glaube, das ist mein Favorit. Jetzt schon, beim zweiten Getränk. Ich finde es richtig gut. Und aber auch so ein bisschen würzig. Krass, ja, Tatsache. Ja. Ja. Ich finde tatsächlich auch, dass er was... Ja, ich glaube, fruchtig ist zu... Klingt so exotisch oder sowas, aber so ist es eigentlich nicht. Es ist wirklich so das, was auch in der Schokolade manchmal ein bisschen fruchtig schmeckt. Mhm. Weil das ja irgendwie auch eine Bohne und eine Frucht am Ende ist oder so. Ne? Das schmeckt man hier halt auch total raus, ja. Und dieses Würzige ist total angenehm. Es ist wieder so, ja, sehr smooth, sehr balanciert. Smooth ist, finde ich, das richtige Wort. Mhm. Das ist so das Gefühl, was im Mund passiert, ne? Ja, total. Ich bin gerade ziemlich geflasht, muss ich sagen. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird, weil, ja, also dagegen sind die anderen Vollautomaten-Kaffees, die wir jetzt so haben, die kriegen das so gut nicht hin. Also das ist schon ziemlich gut, finde ich. Gerade auch diese Balance, wenn man irgendwie ja, denselben Kaffee oder den gleichen Kaffee, dieselben Bohnen hat, für einen Kaffee-Creme und für einen Espresso, das ist ja schon eine ziemliche Bandbreite eigentlich allein schon. Und das ist echt sehr, sehr lecker. Ja. Finde ich auch. Ich bin sehr begeistert. Jetzt bin ich aber auch gespannt, wie der mit Milch schmeckt tatsächlich. Mhm. Ob sich das da noch durchsetzen kann. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, probieren wir mal den Cappuccino aus. So, jetzt haben wir hier schon das dritte Getränk im Test, den Cappuccino. Sehr gespannt. Sieht erstmal noch wie Milch aus. Mhm. Okay. Mhm. Deutlich milder, natürlich durch die Milch, aber der Espresso geht nicht verloren. Also du hast trotzdem noch einen sehr kräftigen Kaffeegeschmack da drin, finde ich. Ja, man schmeckt den auf jeden Fall. Das ist eine gute Balance auch wieder. Doch, richtig smooth. Auch gerade mit dem Robusta drin. Ich finde, man spürt es auf der Zunge total. Das hinterlässt immer so einen super angenehmen Nachgeschmack und fast wie so einen leichten Film. Mhm, aber so einen angenehmen, also ja, wirklich dieses weiche Mundgefühl. Ja, weich, genau, cremig. Trinkst du gerne Milchgetränke? Ich bin normalerweise schon auch eher jemand, der Kaffee, glaube ich, ohne Milch trinkt. Mhm. Ein Cappuccino gerne mal oder so, ja. Von daher, ich finde das schon, das ist gut, ist wieder total angenehm. Ist jetzt nichts, was irgendwie in irgendeine Richtung heraussticht, was in dem Fall, glaube ich, einfach ein gutes, würde ich sagen, ein gutes Zeichen ist. Ja, es funktioniert so gut, harmoniert, ja. Ich bin wirklich eigentlich positiv überrascht, weil ich habe am Anfang gedacht, dass es gerade mit Milchgetränken ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie auch viel Milch benutzt, dass dann der Espresso-Geschmack halt so leicht verloren geht. Aber da ist der Tiger Terrate einfach wirklich kräftig genug für, dass das trotzdem noch durchkommt und man nicht am Ende das Gefühl hat, dass man einfach nur eine Tasse Milch trinkt. Ich finde es wirklich gut und auch gerade je weiter man kommt, desto besser wird es eigentlich, desto stärker wird der Geschmack auch im Mund. Genau, ich glaube, man bekommt ein bisschen mehr Kaffee mit den weiteren Schlücken, ne? Ja. Und das, macht euch gut. Ja, cool. Finde ich auch gut. Gerade auch noch den zwei, vor allem nach diesem super intensiven Espresso, ist eigentlich eine sehr angenehme Abwechslung gerade. Ja, stimmt. Ja, und auch für Leute, die es halt nicht jetzt, die jetzt nicht die Espresso-Trinker sind oder sowas, ist das natürlich perfekt ideal, eigentlich. Weil man irgendwie trotzdem noch einen guten Kaffeegeschmack hat, aber das halt trotzdem sehr mild ist und auch auf Zucker kann man da total gut verzichten. Das finde ich halt auffällig, weil man das häufig sonst hat, irgendwie wenn Kaffees halt kräftiger geröstet sind oder sowas, kann man die eigentlich ohne Zucker irgendwann, oder zumindest ohne Milch, gar nicht mehr trinken so ungefähr. Und ohne Zucker dann wird es auch irgendwann schwierig, weil es wirklich so bitter ist. Und ich finde, wem das halt ein bisschen zu kräftig ist als Espresso vielleicht, da ist das ideal. Ja, absolut. Die Süße der Milch kommt gut durch, vermischt sich mit dem Kaffee. Ziemlich lecker, ja. Ist jetzt wirklich die Milchschokolade. Wenn wir vorher bei der dunklen Schokolade waren, genau, dann stimmt. Ist das jetzt irgendwie so die... Ich weiß nicht, Alpenmilch oder so. Ja, genau, so diese hellere dann. Ja, genau. Total. Stimmt, das ist eigentlich der perfekte Vergleich. Ja, dann bin ich jetzt gespannt, wie es im Latte schmeckt, wenn dann noch mehr Milch dazu kommt. Mhm. Okay, krass. Ja, wir haben das jetzt als Latte Macchiato gemacht und mal ein Glas ausprobiert.
Ja, das ist was wir normal nicht so machen. Ja. So sehr. Also im Glas schon, aber nicht, das nicht Getränk. So viel Vollautomat an Latte Macchiato. Ja, genau. Wabert hier ganz schön so die Galaxien, ja. Kaffee- und Milch-Galaxien. Aber sieht ganz gut aus, ne? Okay, ich bin gespannt. Ja, eigentlich bräuchte man jetzt nochmal einen Löffel, um das so ein bisschen so zu wirklich reden. Zu vermischen, weil sonst trinke ich jetzt natürlich erstmal nur Milch. Trinkst du das ganze Getränk, wie es gehört, ja. Erstmal einen Schluck Milch, ja. Ja, ist aber gut. Also es ist halt eine sehr starke Dominanz auf der Milch. Genau, wir haben jetzt hier noch ein bisschen mehr Milch drin als gerade eben im Cappuccino, genau. Also vom Verhältnis. Ja. Ein bisschen mehr Milch, wenn es zu Kaffee. Wobei es ganz gut geht, es kommt am Anfang schon Kaffee mit, ne? Es zieht dann so. Also ich habe gerade das, vom Gefühl her finde ich gerade, dass man den Kaffee fast mehr rausschmeckt, weil man hier oben so klar erstmal irgendwie Milch hat und dann aber ganz klar so einen Kaffeegeschmack dazu. Und der so nachzieht, ne? Stimmt. Von daher gefällt es mir gerade noch ein bisschen besser sogar als der Cappuccino, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe gerade so einen kleinen Milch-Overload. Aber... ja, und ein Koffeinflash. Ja, vielleicht das auch. Also wenn wir hier immer mehr anfangen zu zittern, dann müsst ihr da rum. Ja. Ja, ich bin aber auch eigentlich wieder, doch, eigentlich auch positiv überrascht. Total, ja, nicht nur eigentlich. Also genau, ich sag auch überrascht, absolut, weil ich wirklich nicht so ein Latte Macchiato-Fan bin. Aber es ist gut. Also der Kaffee geht nicht unter. Er kann sich auf jeden Fall gegen die Milch behaupten. Und was ich auch ganz schön finde, gemeinsam mit der Milch kommt diese Süße auch noch mal stärker hoch. Also gerade auch die Süße von der Milch, die vereint sich dann irgendwie gut mit dem Kaffee. Ja. Genau, ist auch für mich ein Getränk, was ich mir jetzt nicht unbedingt bestellt hätte oder so. Was mich von daher überrascht, weil es wirklich lecker schmeckt. Ja. Ja, wenn man es einfach gut trinken kann. Ich glaube, wenn jetzt jemand mir das hingestellt hätte und ich hätte das gar nicht gesehen, dann hätte ich dem auch geglaubt, dass der das an der Siebträgermaschine gemacht hätte. Ja. Und dass das einfach ein gutes Getränk ist, so, was wir so getrunken haben. Ja, ich glaube, es wäre mir wäre nichts negativ dran aufgefallen. Von daher sehr, 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 sehr gut. Ja, wenn jeder Kaffee in Deutschland ungefähr so gut schmecken würde, dann wäre das eine absolute Wohltat. So, Moritz, jetzt die alles entscheidende Frage. In welchem Getränk fandest du den Tigatera am besten? Am allerbesten fand ich den allerersten sofort. Kaffee Creme, richtig, richtig gut. Einfach ein grundsolider Kaffee, so wie man sich den wünscht. Nichts dran auszusetzen, so wünsche ich mir einen Morgenkaffee für mich. Ja. Und was ich auch noch richtig gut fand, ist hier der allerletzte wiederum, weil da gerade in den ersten Schlücken so total gut zusammenkam. Also man hat irgendwie die Milch für sich geschmeckt so ein bisschen und dann kam der Kaffee da so drunter durch und das war eine richtig gute Kombi. Von daher, die beiden sind so meine Favoriten, ja. Und bei dir? Ja, ähnlich. Also mich hat auch der Kaffee Creme ziemlich umgehauen, muss ich sagen, weil der einfach auch so ein bisschen leichter war und so ziemlich auf den Punkt. Den fand ich richtig gut, muss ich sagen. Und aber auch den Espresso, also vor allem die Crema beim Espresso, die hat mich wirklich umgehauen. Super dick, du hattest oben auch so diese schönen Muster mit drauf, richtig, richtig gut. Und was ich beim Espresso toll fand, war, dass da auch so ganz leichte fruchtige Noten mit durchkamen, was ich total gerne mag, ohne dass es sauer wird. Genau, also eigentlich so Kaffeecreme und Espresso waren meine Favoriten. Ja. Ja. Moritz und ich haben den Tigatera jetzt wirklich intensiv getestet in allen diversen Getränken im Vollautomaten. Und ich glaube, was wirklich ganz klar bei unserem Feedback rauskam, ist, dass der Tigatera für jeden Kaffeegeschmack und für jeden Kaffeetrinker wirklich das Richtige rausholt. Egal, ob man das intensiv wie im Espresso mag oder mit ein bisschen Milch wie im Cappuccino oder Latte Macchiato. Der Tigatera schmeckt nie bitter oder sauer, sondern immer cremig, kräftig und intensiv. Also ja, ich finde, wir können da wirklich guten Gewissens sagen, dass wir da den besten Kaffee für Vollautomaten entwickelt haben. Kann ich dir nur zustimmen, absolut. Wir sind jetzt natürlich auf euer Feedback gespannt. Schreibt es uns in die Kommentare, folgt unserem Kanal und bis zum nächsten Mal.